wendet euren Blick ab, Hexe. Ihr sagtet, ich würde mich mit nutzloser Geschichte beschäftigen. Aber was macht ihr denn? Die Vergangenheit ist wichtig, für euch genau wie für uns alle. Wir müssen sie kennen, um die Zukunft formen zu können. Aber ich bin keine Abmachung mit einem Dämon eingegangen, um mehr über meine Vergangenheit zu erfahren. Ihr hattet ein Leben. Ihr hattet eine Familie. Und ihr habt das alles im Stich gelassen, um Geistern nachzujagen. Jetzt daran denken, dem... Könnte nicht so sein. Willkommen zu Hause, Darling. Das hier ist keine Heimkehrhüterin. Und warum ist der Clan überhaupt noch hier? Ihr hättet schon vor Jahren weiterziehen sollen. Der Clan hat hier noch immer etwas zu erledigen, Darling. Wir werden gehen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Der Zeitpunkt war schon vor 3 Jahren gekommen. Ihr könnt nicht hierbleiben. Irgendwann werden euch die Menschen zwingen, weiterzuziehen. In den Bergen gibt es zahlreiche Verstecke. Wir werden bleiben, bis meine Aufgabe erledigt ist. Wenn du nicht zu uns zurückkehrst, was führt euch dann hierher? Wie kann Meryl den Illuvian reparieren? Selbst wenn ich es könnte, würde ich das verfluchte Ding nicht wieder reparieren. Er hat meinem Clan bereits Leben und Hoffnungen geraubt. Und das war noch das Geringste, wozu dieses heimtückische Ding in der Lage ist. Du musst zur Besinnung kommen. In unserer Welt ist kein Platz für ein derartiges Übel. Er ist Teil unserer Welt. Er ist schon seit Jahrhunderten in unserer Welt. Niemanden schmerzt der Verlust von Meheriel mehr als mich. Aber der Spiegel war nicht dafür verantwortlich. Aber ich vergeude meine Zeit. Ihr wollt die Vergangenheit lieber fürchten, als sie zurückzugewinnen. Es ist sinnlos, Hawk. Gehen wir. Hat vielleicht sonst noch irgendjemand das Gefühl, dass diese ganze Sache kein gutes Ende nehmen wird? Oder geht das nur mir so? Es hat doch auch positive Seiten, Varric. Denk doch nur, welche Geschichten ihr später... Wisst ihr, ich könnte euch dabei vielleicht helfen.
Mythal, große Mutter, Beschützerin des Volkes. Wache über uns, denn der Weg, den wir beschreiten, ist voller Gefahren. Beschütze uns vor der Finsternis, wie du es schon zuvor getan hast. Und wir werden deinen Namen gen Himmel singen. Verzeiht, ich wollte uns nicht aufhalten. Es ist nie besonders klug, Mythal zu übergehen. Es gibt keinen Grund, besorgt zu sein. Es wird schon nichts passieren. Ja, das hoffe ich. Aber das Volk vernachlässigt Mythals Schreine niemals. Es ist gefährlich. Es heißt, wenn Mythal auf einen herablächelt, gibt es nichts, was man befürchten muss. Aber jene, die sie verärgern, werden vom Erdboden getilgt, als hätten sie niemals gelebt. Mein Bauch ist voller Schmetterlinge, also nicht wirklich natürlich. Ganz ruhig, Meryl. Atme tief durch. Mythal erinnert sich. Wer dachte eigentlich, es sei eine gute Idee, einen Dämon in einer Höhle auf dem Sunderhügel zu stecken? Wo hättet Man ihr kann ihn fühlen, denn untergebracht? Wie dünn der Schleier hier oben in Tyrwinter vielleicht? Der perfekte Oder Ort, um seine Tore zu bestecken. Auf jeden Fall deutlich weiter Elfen weg von waren Kirkwall. Wahrlich brillant. Es war nicht immer so. Seid ihr euch da sicher? So wie es klingt, war Logik noch nie unsere Stärke. Folgt meinem Beispiel!